So, hallo, liebe Leutchen. Ich möchte euch heute mal wieder ein neues Video präsentieren, in dem es wahrscheinlich um mein allerliebstes Lieblingsthema geht, und zwar meine Bienchen. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet gerade. Hilfe, was ist das denn? Ist das ein... Hey, wir haben einen Gast. Steampunk, Blackie, Hallo, hallo. hallo, grüße dich. Möchtest du mir heute ein bisschen helfen? Wenn ich darf. Am besten du stellst die blödsten Fragen überhaupt. Ja, ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von Bienchen. Sehr gut, das passt ja perfekt. Yeah. Sprich, wenn du verstehst, verstehen es meine Zuschauer auch. Ja, ich denke mal schon. Ja, lass uns anfangen. Yay, gut. Also. Bienchen, ganz tolles Thema, eigentlich sehr groß. Viele Mods beschäftigen sich mit dem Thema Bienchen. Vor allem Forestry, die haben es zuerst eingeführt. Musst du alles kaputt machen. Entschuldigung. Forestry hat es vor allem angefangen mit den Bienen. Und Magic Bees und Forbidden Magic haben alle ein bisschen aufgestockt, die ganzen Bienen. Es ist die Frage, warum Bienen? Ich zeig's euch. Ich habe jetzt hier einige ganz spontan Sachen rausge Produkte rausgesucht, die wo Bienen herstellen. Also ihr seht schon, viele verschiedene Farben. Bienen können Kohle, auch ganze Kohleklumpen produzieren. Clay. Für die Thaumaturgen unter euch gibt es auch durchdrungenen Staub. Den könnt ihr zu Scherben verarbeiten. Oh ja, sehr praktisch. Das ist sehr praktisch für die Thaumaturgen, weil die meistens auch nicht so viele, also wenn sie nicht eine Mischung aus Technikern und Thaumaturgen sind, haben die meistens ein bisschen Probleme mit Ressourcen, oder? Teilweise, ja. Sehr schön. Dann haben wir Edelsteine wie Emeralds, also Smaragde, Diamanten, Rubine. Rubine und Saphire sind ja vor allem für den Starter ganz interessant, um Waffen und Rüstungen herzustellen. Die sind nämlich ganz gut eigentlich. Lapis natürlich, dann die verschiedenen Metalle. Für die Techniker unter euch haben wir hier Enderium Nuggets beispielsweise, die wo auch produziert werden von Bienen. Die sind natürlich extremst gut für Energie, wenn ihr Turbinen baut. Und. Also ihr seht schon ganz viele Sachen. Die schillernden Nuggets bekommt man sonst eigentlich bloß durch die Laserdrills. Aber die Bienchen machen das auch einfach. Jellurium, Plutonium, Gold, Eisen, Silber, Platin, alles, was die Bienchen hier produzieren. Auch für die Thaumaturgen haben wir natürlich auch Wissensfragmente, was auch ganz nützlich sein kann. Solange man noch kein fortgeschrittener Taumaturge ist, kann das nützlich werden, ja. Richtig. Von daher, Bienchen sind eigentlich, wenn man bis zu einem gewissen Grad schon erforscht hat, beziehungsweise schon dementsprechend weit ist bei den Bienen, sind die einfach bloß OP. Sie produzieren, man kann es auch atomisieren später. Und es ist extrem super mit Bienen zu arbeiten, weil sie auch nicht viel Platz und Energie kosten, wenn man es mit Energie betreiben möchte. Vorausgesetzt. Gut, dann langer Rede, kurzer Sinn. Fangen wir einfach mal an. Blackie, wo bist du? Hier oben. Hallo. Ah, schön. Gut, dann zeige ich dir einfach mal, wie man am besten mit den Bienen anfängt, weil das ist auch so eine Ja, Sache. also wie gesagt, ich würde jetzt mal behaupten, wir fangen einfach mal mit den Grundlagen an, mit den absoluten Grundlagen. Wie komme ich an Bienen? Wie stelle ich Items her, um an diese Bienen zu gelangen? Und ja, und werden euch hier in diesem Tutorial einige Arten vorstellen und auch teilweise, was ihr anfangs mit diesen Bienen anstellen könnt. Ne? Richtig, genau bei dem fangen wir jetzt an. Aber ich muss ja die dummen Fragen stellen. Also Richtig. übergebe ich dir das Wort. Brav, schön. So, um Bienen zu fangen, braucht man einen Kescher. Die Kescher sind dazu da, dass man die Bienenstöcke einfach abbauen kann und damit wirklich Bienen rauskommen, weil sonst gehen die kaputt. Es ist so, als wenn du mit einer Steinhacke Gold abbaust. Das ist ja dann auch weg. Es dauert ewig und es bringt dir nichts. So, für einen Kescher brauchst du zuerst Stöckchen, 6 Stück und einen Wollblock.
so wie hier aufgezeigt, einfach, jetzt regnet schon wieder. Gott sei Dank habe ich da ein bisschen was im Hintergrund gemacht. So ist das Crafting-Rezept. Dann nehme ich mir den Kescher einfach mal raus. Yay! Ganz cool das Ding. Für die Tauber und Hürgen, es gibt auch noch bessere mit Tarmonium. Ich wollte gerade sagen, es gibt auch noch den thaumaturgischen Kescher, den man erforschen kann. Es gibt von Botania gibt's einen Mana-Kescher. Und ja, auch einfach noch andere Kescher, die erstens länger halten und ich glaube auch Ja. schneller abbauen und Ja, ja. sie halten vor allem länger, weil die haben nicht so eine extreme Haltbarkeit. Allerdings am Anfang ist es eigentlich relativ egal. Was machst du da? Nein, das nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Was haben wir denn hier? Das sehen aus wie die, also wie Bienenkörbe, also wie Richtig, das sind Bienenstöcke. ach, Bienenstöcke, ja genau. Es Steht gibt auch drüber, toll. Na? es gibt verschiedene Bienenstöcke, je nachdem, in welchem Biom du dich aufhältst, gibt es teilweise auf Bäumen oben, also unterhalb der Blätter, auf dem Boden direkt, im Stein gibt es welche. Die findet man eigentlich überall im gesamten Gebieten. Es gibt sie auch im End, Im Nether. im Nether und. Im Twilight auch. Jedenfalls ist es so, dass man hier jetzt einfach mal mit diesem Kescher draufkloppen kann. Natürlich bin ich mal wieder im Creative. Wie kann es anders sein? Das ändere ich mal schnell. Wo ist es denn? Gehen wir mal auf den Überlebensmodus, damit wir die ganz normal abbauen können. So, jetzt hat. Wow! Wir haben unser erstes Bienchen. Yay! Ich bin begeistert. Man sieht schon, es kommen teilweise, also hier kommen jetzt zwei Bienchen raus. Hier haben wir eine bescheidene Prinzessin und eine bescheidene Drohne. Es heißt, man braucht immer zwei Bienen für eine Bienengeneration. Eine Prinzessin und eine Drohne, die wo man zusammen kombiniert in speziellen Häusern, die zeige ich auch hier nach. Und die verschmelzen dann miteinander und da kommt eine Königin raus. Die lebt eine Zeit lang und stirbt, produziert in dieser Zeit verschiedene Materialien, beispielsweise Diamanten, Fragmente oder was der Geier, je nachdem, welche Art von Bienen es ist. Und stirbt dann. Gott, ist das traurig. Ja, das ist schon ein bisschen traurig, aber danach, nach dem Lebenszyklus einer Königin kommt wieder eine Drohne, normalerweise mindestens eine Drohne und eine Prinzessin auf alle Fälle raus. Das hat den Vorteil, dass man es wieder benutzen kann, weil sonst wird man wirklich wahnsinnig werden mit Bienen. Am besten, ich baue jetzt einfach mal ein paar ab hier. Dann seht ihr gleich, hey, hier sind andere Bienen drin. Das war jetzt eine wiesige. Was kommt da raus? Tropische Bienchen. Hier. Oh. Hey, hier sind Waben. Waben sind auch eine ganz tolle Geschichte. Manchmal droppen auch hier Waben aus den einzelnen. Was lädt mein PC jetzt da im Hintergrund? Naja. Und ich wette, aus Waben macht man Honig. Richtig, nicht Yay! nur. Waben sind dazu da, dass man am Anfang die Bienenhäuser machen kann. Aber das zeige ich euch auch später. Erstmal, wenn man mit Bienen anfängt, ganz viele verschiedene Waben sage ich schon. Bienen. Bienchen, warum geht das jetzt nicht? Hat sich mein Spiel verabschiedet. Och nö. Kescher von Ja. irgendwo? Versuch mal eine Tür aufzumachen. Tür aufmachen. Das Es geht alles funktioniert. ruhig. Ja. Vorführeffekt.
Naja, kann man nichts machen. Die wollen nicht. Nein, die wollen wirklich nicht. Nur denn, aber ich glaube, man hat schon mal gesehen, dass man aus den verschiedenen Bienenstöcken verschiedene Bienchen rausbekommt. Ich nenne sie jetzt einfach mal Grundbienchen, weil man durch das Züchten, also Kombinieren zwischen verschiedenen Bienenvölkern, Rassen, was auch immer. Oh Gott, bin ich ein Rassist. Du darfst nicht Rasse sagen, du musst Völker sagen, das ist rassistisch. Okay, zwischen den verschiedenen Völkern, wenn man das kombiniert, kommen verschiedene Bienenarten raus. Es hat den Vorteil, die haben jeweils andere Effekte, haben andere Produktionsketten, andere Fruchtbarkeit, andere Haltbarkeit, Lebensdauer. So nennen wir es Lebensdauer. Und ja, so kann man verschiedene Sachen kombinieren und bekommt wirklich einige extrem coole Bienchen raus. Die Grundbienchen, die wo ich hier jetzt alle aufgestellt hatte oder habe, die kann man nicht kombinieren, also nicht züchten. Also aus verschiedenen anderen Völkern, die muss man so wirklich finden. Es gibt allerdings zwei, drei Bienchen, die wo man wirklich kaum findet. Das ist zu einem die Vergessene, wie man hier sieht. Diese Biene findet man im End, und zwar unterhalb der Endinsel auf so Obsidian-Stickies. Da kommt man eigentlich fast bloß sicher hin, wenn man fliegen kann. Also wenn auch das, die Welt nicht resettet wird, also wenn ihr nicht auf dem Server spielt, sondern wirklich auf einer eigenen Welt und Im Singleplayer halt. im Singleplayer, dann müsst ihr extrem darauf aufpassen, weil es extrem wenige davon gibt. Und sonst müsstet ihr euch die cheaten. Und es gibt einige extrem coole Bienchen, die wo man aus diesen rauszüchten kann. Ich glaube nur drei oder vier Bienenstöcke Ja, pro Welt. circa 3 bis 4, je nachdem, welche Einstellungen getätigt worden sind. Das können auch mehrere sein. Und die Klösterlichen. Ich setze das einfach mal hierher. Also hier, End. Und die Klösterliche habe ich selber extrem lange gesucht. Und die findet man einfach. Oh Gott, ist der süß. Findet man einfach bloß bei Dörfern, beim Imker. Da gibt es gewisse Imkerdörfer, also gewisse Imker in den Dörfern. Die haben zum Teil im Hinterhof verschiedene Bienenstöcke, da wo man sich die Bienchen rausholen kann. Wenn man Glück hat, findet man hier diese klösterliche Biene, also die hier. Wenn man Pech hat, findet man sie nicht. Vielleicht hat der dementsprechende Imker dann diese klösterliche Biene. Also ich würde fast empfehlen, so habe ich es auch bei uns auf dem Server gemacht, sucht euch einen Dorfbewohner, baut euch einen Spawner und lässt die Viecher spawnen. Und dann könnt ihr schauen, damit ihr euch die Dinger kaufen könnt, weil sonst seid ihr bald, wollt ihr gar nicht mehr mit Bienchen arbeiten. Von daher würde ich mal sagen, fürs Erste ist das, glaube ich, genug Input. Wir sind jetzt bei 13,5 Minuten. Ich glaube, das ist fürs erste Video ganz gut. Und im nächsten Video zeigen wir euch, wie man dann wirklich anfängt. Halt, ich habe eine Sache vergessen. Eine Sache wollte ich in diesem Video jetzt noch machen. Es gibt was, was ich noch nicht weiß. Ja, und zwar, ihr habt ja gesehen, es gibt diese Bienen, die wo sich ja ums Verrecken nicht stapeln lassen. Einzig und allein die Drohnen kann man stapeln. Allerdings, es klumpt euch das Inventar zu. Es ist wirklich schlimm. Von daher empfehle ich euch, wenn ihr noch am Anfang seid, baut euch so eine Bienentruhe. Da braucht ihr ein paar Bienenwaben. Also ich habe jetzt Honigwaben hier reingesetzt. Müsst ihr nicht, ihr könnt einfach irgendwelche Waben nehmen. Also baut so ein Schiffchen draus, eine Truhe und einen Glasblock und dann habt ihr eine Bienentruhe. Da passen 5x5x5, also 5x5x5. Ich schaue jetzt einfach mal, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ja, 5x5x5 Bienchen rein und das reicht für den Anfang. Man hat hier auch noch ein bisschen der Übersicht. Jeweils Auch wenn, 64 Stacks. ja, bis zu 64 Stacks. Man hat hier auch noch ein bisschen eine Übersicht, dann kann man sich das ein bisschen
raus, aber die ist ein bisschen verbuggt. Leider. Aber gut. Und das andere, wenn ihr unterwegs seid und Bienchen sammelt, weil alle paar Minuten, es gibt relativ viele Bienenstöcke und alle paar Minuten habt ihr dann das Inventar voll. Von daher gibt es einen Bienenrucksack, der wo auch ganz nett ist. Da habt ihr 125 Slots drin. Damit werden die Bienen automatisch in diesen Rucksack gepackt. Und es ist sehr angenehm, so mit Bienen zu holen. Dann nimmt man sich drei, vier Kescher mit, nimmt diesen Imker-Rucksack mit, bisschen was zu essen. Und dann geht's los. Und so habt ihr wirklich ein sauberes Inventar und könnt auch zur Not irgendwas anderes noch mitnehmen, was auch immer ihr auf einer Expedition mitnehmen wollt. So, jetzt aber. Dann würde ich sagen, das schon mal zur Vorbereitung. Ihr könnt jetzt mal anfangen, Bienchen zu suchen. Und dann werden wir jetzt dann hernach uns so an die grundlegenden Gerätschaften machen. Und dann im dritten Video wahrscheinlich dann auch gleich Richtung Bienenzucht machen, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis hierhin habe ich es gewusst, so teilweise. Aber jetzt werden dann auch wahrscheinlich auch mehr Fragen von mir kommen, einfach nur aus dem Grund, weil ich ab jetzt keine Ahnung mehr habe. Ich habe mich mit Bienenzucht noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich bin so mehr dieser Thaumaturge, Blood Magic, Botania, Witchery-Typ in der Familie. Teilweise, ja, also. Die Aranel ist da diese Bienenzüchterin und hat da viel Freude dran und ich glaube, das Tutorial könnte ganz nett werden, ne? Ja, also dann, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Video. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Von daher, ciao, Ja. bis zum nächsten Mal. Tschüss.